Ja, cooler Shit. Ja, komm, nehmen wir die Drogen doch mit. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir die auch mitnehmen. Mondzucker und... Oh, das Ding kann man auch mitnehmen. Das ist gut. Die bringt, glaube ich, Levitation. Wooden Bowl brauchen wir nicht, natürlich. Skooma. Hier, für Alchemie. Das brauchen wir nicht. Alchemie. So, und dann natürlich wieder runter. Steht da immer noch? Nee, ne? Ist da oben eigentlich noch etwas? Ah, jetzt bleibe ich hier schon wieder die ganze Zeit hängen. Ja, ja, weiß ich doch, hier oben war noch was. Ah, der steht doch noch hier unten. Speichern wir mal zwischenzeitlich. Let's hear it. Was willst du hören? Ich hab dir nichts zu sagen. So, jetzt haben wir denen das Licht geklaut. Haben selber gar kein Licht mehr und der sollte mal weitergehen so langsam. Das ist irgendwie ganz praktisch. Und ich glaube, ich muss demnächst mal irgendwo hingehen und mir noch ein paar Stiefel klauen, ein paar normale, ein paar Rüstungsstiefel. Was machst denn du da? Sag mal. Du hast auch keinen Plan, was du machen sollst, ne? Nee. Ah, jetzt geht er wieder hoch langsam, aber sicher. Zielstrebig. Ja, ich speichere hier jetzt einfach nur nochmal. Take all. Da waren, glaube ich, zwei Schilder drin, oder? Hat sich das gewechselt, der Loot? Scheint so. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall alles von hier, was wir noch irgendwie hätten gebrauchen können. Und dann werden wir uns da mal kurz eine Rüstung zusammenstellen zu Hause. Also erstmal werden wir noch weiter die Wohnung ausräumen und alles erstmal ablegen. Ach ja, wir haben ja Record, ne? Hat also doch noch gereicht. Die Magie dafür. So. Ach ja, genau. Ablegen jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen. Und zwar hier das hier. Das wird langsam immer heller hier. Langsam aber sicher. Huch. Hier noch eine Fackel. Noch eine Laterne. Ja, dann haben wir hier unseren Alchemie-Menschen ja, ne? Hier wir die ganzen Alchemie-Sachen reinpacken. Den Mondzucker, den werde ich irgendwann nochmal ein bisschen anders auslegen. Aber erstmal kommt er hier in den Typen rein. Da man damit ja auch Tränke machen kann. Wahrscheinlich sehr gute Ausdauer wiederherstellen, Tränke, glaube ich. Oder Schnelligkeit festigen. Was bringt denn das eigentlich? Ja, Fortify Speed. Ja, das Go-Oma, wo packen wir das hin? Packen wir es erstmal hier mit auf den Tisch, glaube ich. Auch mit zwei einfach. Und die beiden Ringe lege ich jetzt einfach mal hier mit dazu. Ringe. Schlüssel. Ja, die Kleidung, die müssen wir natürlich auch noch irgendwo ablegen. Erstmal kurz die Ausrüstung hier rein noch. Die wir da miteinander vergleichen werden, logischerweise. Musik kann auch ruhig mal wieder kommen, wäre auch kein Ding, hätte ich kein Problem mit. Ich muss nur noch einen Bogen irgendwo her beschaffen. Ja, die Kleidung, vielleicht sollte ich auch so etwas machen, hier unten vielleicht sogar. Dass ich in eine nur Hosen reinpacke, in den anderen nur Hemden. Muss mal schauen, irgendwie sowas werde ich da schon hinzaubern. Und ich brauche einen Ort für meine Seelensteine. Und die Dings hier, die Schüsse, die muss auch noch irgendwo hin. Packen wir die doch mal einfach hier hin zum Beispiel. Obwohl, hier könnte man auch gut Rüstung auslegen, ne? Ich muss das hier auch noch ausleuchten. Muss mal gucken, vielleicht mache ich das auch so, dass ich die einfach in die Luft hänge. Indem ich ein paar aufeinander stapel und dann halt, ne, ihr wisst schon, die dann einfach quasi in die Luft hängen lasse. Das ist auch das Geile bei Morrowind, ne? Du kannst einfach auch Sachen in die Luft hängen.
wenn du lustig bist. Wenn es gut aussieht. Ja. Hier, das können wir. Nehmen wir erstmal kurz hier das alles noch mit. So, die Sachen will ich ja hier, die beiden will ich ja hier auch verkaufen. Ta 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 ta. So. Jetzt haben wir hier auch endlich mal alles relativ leer. Trotzdem müssen wir erstmal nochmal alles ablegen, was wir noch nicht mit, was wir behalten wollen auf jeden Fall. So, hier, das Ding wollen wir nämlich behalten, unter anderem. Dekorative, nee, die brauchen wir nicht. Ja, komm, wir machen das, wie ich gesagt habe. Wir machen hieraus jetzt einfach quasi die Klamottenstände. Das heißt, hier kommt dann so etwas wie Hemden rein. So, Hemd, Hemd, Hemd. Ich werde auch, glaube ich, einfach alles sammeln. Außer wenn es so exklusiv, obwohl nee, gerade die Exklusivsachen, gerade die Exklusivsachen werde ich natürlich sammeln, weil ich die dann eventuell auch mal verzaubern möchte, um ohne Rüstung rumzulaufen und dann vielleicht ohne Rüstung mal zu leveln. Ja, nur Schmuck. Schmuck muss ich noch irgendwo anders geordnet reinpacken. Genauso wie Gürtel und sowas. Ja, machen wir hier mal einfach die Hosensachen draus, halt logischerweise. Haben wir noch irgendwo eine Hose? Oder war es das schon? Da ist noch eine Hose, ne? Sonst noch irgendetwas? Nee, ne? Okay, ich muss mal kurz gucken wegen Musik, ob da irgendwie gerade... Nee, man hört es, ist gerade wirklich nichts, ne? Irgendwie musikmäßig. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen random Musik von mir reinpacken. In den Musikordner von Morrowind. Wäre, glaube ich, auch ganz cool. Warum nicht? Werde ich, glaube ich, für zu der nächsten Aufnahme dann auch auf jeden Fall machen. Ja, Seelensteine. Wo packe ich Seelensteine hin? Seelensteine, Seelensteine, Seelensteine. Eigentlich mit in die Ausrüstung, oder? Ich werde, glaube ich, relativ regelmäßig Seelensteine benutzen, um meine Ausrüstung auch wieder aufzuladen und alles. Dann hier, Schuhe kommen natürlich hier noch rein. Die hätte ich jetzt beinahe hier einfach liegen gelassen. In meinem Inventar. Ja komm, dann machen wir hieraus jetzt einfach, obwohl, das könnte man eigentlich ganz gut machen. Hier zum Beispiel Gesundheit wiederherstellen und Magie wiederherstellen. Oh ne, das mache ich hier. Hier kommen die Gesundheit und Magie wiederherstellen Tränke rein. Das können wir auch gleich mal markieren. Und zwar so. Und dann kommt der Trank da natürlich auch gleich direkt rein. Kann man das irgendwie eigentlich einfach direkt ablegen? Nee, ne? Geht nicht. Schade. Ja, und dann halt so diese Sachen. Aber packe ich doch alles einfach erstmal. Ich glaube, das hier wird doch einfach so insgesamt so immer so ein Klamotten-Dingsbums. Dass ich hier einfach alle Klamotten reinwerfe. Bis voll halt. Na? Falls ihr mal irgendwann mal den Bug haben solltet, ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, dass ihr hier nicht mehr keine Informationen mehr kriegt. Ich weiß gerade nicht, wodurch das passiert. Ich glaube, wenn man hier drauf geht und dann hier drauf. Oder so und dann zu schnell dahin. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall hin und wieder ist es so, dass dann hier euch keine Informationen mehr gegeben wird. Also das, was hier mal auftaucht, ne? Ah, Musik. Wow. Hallöchen, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gehört. Nee, auf jeden Fall, wenn ihr diesen Bug haben solltet, dann müsst ihr einfach nur einmal kurz auf euren Charakter gehen und dann steht da nämlich auch wieder Expensive Shirt zum Beispiel und dann geht ihr wieder hier drauf und dann steht hier wieder alles. Ach ja. Boah, ich wollte gerade nochmal mit Leertaste probieren, ob man damit vielleicht alles auf einmal ablegen kann. Dem ist leider auch nicht so. So, Ringe und alles kommt hier natürlich auch rein. Was haben wir hier noch? Ach ja. Das Buch von Vivek. Die Lektion, die werde ich auch sammeln. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die auslegen werde. Das kommt jetzt mal auch einfach mal einmal ganz kurz hier hin. So, den Ring muss ich noch ablegen. Und ja, die Steuereinnahmenrolle, die kommt auch mal einfach hier mit irgendwo dazu.
Die werde ich noch irgendwo anders auslegen. Gesondert. Ach hier, mein Dietrich. Und ich habe den Dietrich von dort schon wieder nicht mitgenommen. Ey, alter Schwede. Krasser Shit, krasser Shit, krasser Shit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Bug. Kann das sein, dass die Dinger so hell sind? Oder so heller scheinen? Ich meine, ist jetzt nicht so schlimm. Boah, ey, diese Auflösung. Ich komme darauf nicht klar, wie geil das ist, ne? Selbst wenn man so nah noch dran ist. Boah. Krass, krass, krass. Ich kann auch gerade nicht anders, als die Mod einfach immer nur die ganze Zeit zu hypen. Weil ich mich einfach nur... Ich habe die früher versucht zu laufen zu bringen, hat irgendwie nicht geklappt. Aber jetzt ist das einfach nur richtig, richtig geil. So, den packen wir auch nochmal irgendwo anders hin. Einfach mal. Weil ich weiß, dass ich den noch irgendwo anders hinpacken möchte. Und ich habe eben gerade, glaube ich, was auf dem Boden liegen gesehen. Ja, stimmt ja. Lag hier auch noch nicht überall irgendwo was rum? Nee. Oder ich habe es schon aufgehoben, das kann natürlich auch sein. So. Das war's eigentlich schon soweit, ne? Ich muss dann noch, bevor ich das andere Haus mir angucke, was ich mir eventuell ausbohren möchte, so nach dem Motto, was ich kapern möchte, muss ich mal gucken, ob man die Person da drin töten kann, einfach. Ob das großartig ist. Ich hab's früher gemacht. Wüsste nicht, dass es eventuell eine Quest gewesen wäre. Aber ich möchte dann lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. So, ausleuchten werden wir, wie gesagt, später und, nochmal richtig einsortieren. Aber jetzt gehen wir erst einmal kurz verkaufen, oder? Ne, hier kommt die Nachricht an Riska, oder wie er heißt. Die kommt noch weg. Und das Papier, da werde ich eventuell solche Sachen wie Alchemie-Sachen drauflegen, habe ich mir vorgenommen. Später mal. Vielleicht werde ich das dann in meinen Dings machen, in meinen Schrank oder ähnliches oder auf dem Tisch. Boah, die Tische drüben in einem anderen Haus. Ich muss euch mal kurz das Haus zeigen. Jetzt habe ich gerade erst wieder dran gedacht, wie geil das Ding eigentlich ist. Also neben diesem Haus hier direkt so ziemlich, ne? Das Haus hier. Das ist auch mega geil und es ist sogar offen. Weil hier der Herr Nerano Manor wohnt. Und der Typi hier, den habe ich früher mal einfach getötet. Hier ist es ganz schön dunkel, Alter. Mal ganz kurz die Dings ausziehen, die sieben Meinstiefel. Und ein bisschen so rumlaufen. Hier, diese Tische, die sind einfach nur so geil, um Equipment auszulegen. Das ist echt auch eines der geilsten Häuser hier in Balmora. Man kann sich auch später selber eine Dings machen, ne? Eine kleine Siedlung. Ja, auf jeden Fall habe ich den hier mal getötet. Und was ist denn das jetzt für einer? Outlander. An Outlander is anyone born and raised outside of Morrowind. Most Dunmer think anyone who isn't a native born Dunmer is an Outlander. Dunmer with Western words and ways are also immediately identified as Outlanders. We are very sensitive to accents, closes and manners in Morrowind. Outlanders are foreigners and Morrowind doesn't like foreigners. Was sind foreigners? Das können wir auch gleich nochmal gucken. It's not bad here in Hilalu territory, but on the rest of Vardenfell, folks are very cool to Outlanders. Be patient and pleasant, you'll do all right. Okay, also die mögen anscheinend keine Ausländer. Moro-Nazi. Naja, gut, okay. Aber die Foreigners. We don't like Foreigners much in Morrowind. This is our country and we don't like Foreigners who come and steal our land and treasures and tell us what to do and how to live. Also die mögen das nicht vorgeschrieben zu bekommen, wie man hier lebt und was man machen soll. Weiß irgendwas über Rallen Hilalu, der Tote in unserem ersten Haus jetzt? Why not ask Rallen's Hilalu's servant? She's probably still in Hilalu's manor. Ja, genau das, was ich auch schon gesagt habe. Quickly, Outlander. I haven't much time. Die weiß nämlich auch, was da abgelaufen ist und... Wow, das sieht cool aus. Das ist eine geile... Ich finde, die haben die Texturen so geil überholt. Haha. hat ihm wohl der Hund auf den Gua auf die Stiefel geschissen. So, ey, wie langsam wir ohne die sieben Meilenstiefel sind, ne? Das ist krass. Ja, ich kann mich noch erinnern, das ist so geil hier, das Haus. Haben wir hier noch jemanden? Ne, das war der unten gerade nur, ne? Ah, und hier geht's nach Balmora, stimmt ja.
Aber hier oben, gab es nicht hier irgendwo noch so einen Nebenraum? Ja, wusste ich es doch. Hier ging es doch irgendwo noch hin. Ah, das Haus hier ist geil auf jeden Fall. Das hier werde ich mir auch noch holen. Aber erstmal werde ich kurz mal dann googeln, in der vor der nächsten Aufnahme, ob ich mir das erlauben kann, den Typen hier zu töten. Weil ansonsten schreit er ja die ganze Zeit rum, es ist meins. I haven't much time. Niemand hat viel Zeit. Vor allem nicht auf dieser Welt. So, oder in dieser Welt hier auch vor allem, ne? Kommt auch nochmal dazu. Wenn man aber erstmal, wenn man sich hier dran gewöhnt hat, finde ich, sieht es ja ganz cool aus mit dem lila Licht so. Wir bleiben wach, bis die Häuser wieder lila sind, ne? Ja, okay. Ja. Verkaufen, genau. 7 Meinstiefel. Wo können wir jetzt verkaufen, vernünftig? So, wieder da. Wo können wir ein Hirn gut verkaufen? Ich habe keinen Bock, immer nach Seldanin reisen zu müssen. Hat der hier einen alles abgekauft? Ich glaube, oder? Aber wir haben noch den Mondzocker und alles dabei, oder? Ne, den haben wir abgelegt, stimmt ja. Ja, hier können wir auch eventuell uns noch ein paar neue Stiefel kaufen. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Ach. So sieht er jetzt also aus, ja? Ach ja, hier war ja die Wache drin. Dass man sich das nicht so gut zusammenkaufen konnte. Ein Trollknochenhelm, okay. Nordischer Trollknochenhelm, auch nicht schlecht. Ja, mittlere Armor, mittleres brauchen wir nicht. Iron Boots. Ah, okay. Mittlere Rüstung. Ah ja, hier war die Ork-Rüstung noch. Stimmt ja. Was ist das hier? Ach ja, Netschleder, leichte Rüstung. Und hier haben wir noch... Ah, Knochenhelme. Cool. Ja, okay, dann wollen wir ihn mal hier... Ach, erstmal kurz mal nochmal einen kleinen Zwischenspeicher machen. So... Persuasion. Wir wollen ihn natürlich auch mal wieder ein bisschen bestechen, damit er uns ein bisschen mehr mag, damit wir ein bisschen besser verkaufen können. Ja. Es hat schon mal sehr gut geklappt. Laden wir nochmal kurz. Sieht auch nicht schlecht aus, das Ding, ne? Ein Gruel. Sorry, Stranger. My time is short, so get on with it. Ja, ja, get on with this. Es klappt auch gerade sehr gut alles auf jeden Fall. Ja, super. Ah, cool. Da müssen wir nochmal kurz laden. Ich glaube, ich muss hier mit 100 bestechen, aber eigentlich habe ich da keine Lust drauf. If I can help, I will, but don't take too much time. Ja. Oder wir machen erstmal die oben. Das kann man natürlich auch machen. Kaufen hier bei Morrowind eigentlich, kauft da jeder alles ab? Ne, die sagen auch irgendwann von wegen hier, damit kann ich nichts anfangen, oder? Ja, sagt er nämlich auch direkt sogar schon hier, ne? Ich glaube, der Einzige, der hier alles gekauft hat, war, wer war denn das nochmal? Also hier werde ich, muss mir so oder so alle hier mal ein bisschen gefügig machen und warum ist es auf einmal so dunkel? Wir waren doch jetzt gar nicht so lange da drin, oder? Kommen wir zumindest so vor. Ah, und wir müssen mal wieder das Gen rausnehmen. Ja, nee, komm, wir gehen mal einmal ganz kurz jetzt mal, pennen, sag ich mal. Der wievielte Tag ist eigentlich schon? Tag 3. Oh, 3 Tage und wir haben noch gar nicht geschlafen, Leute. Das geht ja eigentlich mal gar nicht fit. Wir müssen uns auf jeden Fall mal hinlegen. Bis die Wolken wieder lila sind, ne? Oder rot? Lila. Nur am Nuscheln gerade. Das geht mal gar nicht fit. Until healed. Erstmal ganz kurz nochmal natürlich davor speichern. Auch wenn es speichert, bevor man rastet, aber trotzdem. Wir haben es jetzt 9. Ja. 1, 2. Ups. Hier, komm, wir machen 9 Stunden. Jetzt habe ich auch. Ich bin auch so schlau. So. Okay, uncool.
Ja, sehr gut. Hätte ich keine Chance gegen gehabt. Ich habe keine Ausrüstung, kein gar nichts angehabt. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bitte, bitte lass mich rasten. Danke. Cool. So, haben wir erstmal ein paar Stunden geschlafen. Es ging zwar ein bisschen schnell die Nacht rum. Wir haben auch nichts geträumt, aber naja, was soll man da machen?